Oh, ich habe immer noch Kuchen hier. Ich mache mal meine Cam wieder weg. Hab lange gebraucht, dass ich über die alle getankt bin. Okay. Dein Kanal ist nicht Schrott. Du musst nur ein bisschen was ausbessern. Das ist völlig normal. Was meinst du, wie ich damals angefangen habe? Ich habe mal bei meiner Beschreibung zwar viel drinstehen, aber auch viel Blödsinn. Wie werde ich Millionär bei YouTube? Okay. Next, please. Duplo! Mein Freund, ich hoffe, dir geht's gut, dass du da bist. Ah, geil. So. Wie gesagt, ich reagiere ja auf keine Videos oder sonst irgendwas. Sondern nur Titel. Also das, was er macht, was das Spiel ist, RDW, live, das ist eben Rette die Welt, völlig in Ordnung, super. Steht drinne. Keine Tags. Schlecht. Toxi. Ist leider sehr schlecht. Duplo hat Plan. Ja, das glaube ich. Mit Handy ist aufnehmen ist auch schwer, aber ich gebe mir Mühe, mich zu verbessern. Du hast doch einen Laptop, Evoli. Wenn du es aufgenommen hast und hochgeladen hast, geh auf deinen YouTube-Kanal, geh hier auf YouTube Studio und bearbeite dein Video. Wenn ihr das machen wollt, macht es dann wirklich richtig, dass ihr auch richtig gefunden werdet. Es bringt nichts, das halbherzig zu machen und alles so zu lassen, wie es ist. Titel zu kurz, Text zu kurz, weil gar keine Texte vergeben sind. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Okay, also du hast es nur bei dem Video nicht geschafft, du hast es bei anderen aber drin dann, oder was? Vor 2 Tagen. Da hast du es aber auch nicht drin. Also vor 2 Tagen hast du auch nichts drin. Gut, hier hast du ein paar Text drin. RDW an erster Stelle, Fortnite und zweiter, das ist okay. Live kann man dann auch als dritter Stelle nehmen. Als dritter Stelle hätte ich jetzt genommen Impfeln. Danach suchen viele. Ich nix planen, das ist ehrlich. Also, RDW steht bei dir an erster Stelle. Guck mal. RDW bei dir an erster Stelle, perfekt. Erste Stelle RDW. Abo-Traden hätte ich als zweites genommen, als dritte Stelle Impfen. Weil das ist ja das, was die Leute suchen. Die suchen ja nicht nach dir. Nicht zwingend. Es sei denn, sie kennen dich. Dann suchen sie auch nach dir und nicht nach Impfen. Aber die meisten suchen Impfen, wenn du neu gefunden werden willst, dann Impfen mit reinnehmen, Abo-Traden mit reinnehmen. Und was du füllst, also was jeder bekommt. Die 500 Kohle dann in dem Fall. Ja, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, GameTuplo, das ist richtig von Großen nehmen, aber auch Große haben manchmal echt bescheuerte Tags. Die werden so oder so gefunden, weil die sind so hoch gerankt, ganz egal, was sie spielen. Die fallen sofort auf einen hohen Rang. Aber die können auch schlechte Tags haben. Ich habe schon große YouTuber gesehen, die richtig groß waren, Millionen hatten und der hatte 3 Tags drin. Ja, aber so funktioniert er eben. Worüber wir nicht reden müssen, sollte jedem klar sein, ihr werdet immer gerankt. Und ob das jetzt dauert oder nicht, ob es schnell geht oder nicht, hängt immer davon ab, was ihr vergebt, was ihr für Tags vergebt, wie ihr gefunden werden wollt. So tickt nun mal YouTube. Also, ich habe schon so viele gehört, die YouTube mit Twitch verglichen haben. Twitch ist was ganz was anderes. Twitch sucht ganz anders Leute. Also Twitch stellt ganz anders Leute vor. Das hat gar nichts damit zu tun. YouTube ist da ein ganz anderes Eisen. Also YouTube ist viel, viel schwieriger. Ist wirklich viel, viel schwieriger. Die haben einfach vieles übernommen von Google selbst. Es ist nun mal von Google. Und da ist es nun mal so, die Suchmaschine ist ein super Ding, weil du eben viel verkehrt schreiben kannst und du findest trotzdem das Richtige. Und du findest immer das, was du suchst, etc. bla bla bla. Auch wenn ihr keine, wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr für Text vergeben sollt,
schreibt es einfach bei YouTube Suche rein. Ihr bekommt immer den höchsten Tag vorgeschlagen. Immer. Also ich will ja ein Millionär werden mit YouTube. Duplo, ich auch. Ich möchte Milliardär werden, bitte. Ja? Und wenn euch kein Tag einfällt oder so, schreibt von dem Spiel rein. Das habe ich euch vorhin schon mal gezeigt. Und dann kriegt ihr das auch angezeigt. Also ich kann sagen, Spaß vergeben, ja, aber Promi etc. werden eigentlich nicht nach YouTube nur aus Spaß, ja. Und die Google-Suche ist mit im YouTube-Algorithmus, ja, natürlich, es ist natürlich komplett dort mit eingebaut, weil es eben Google ist. Das ist klar, dass die ihre Suchmaschine nehmen, das ist die beste Suchmaschine nun mal. Definitiv, ja. Das ist alles von dort mit übernommen und da kann man eben das Ganze, wie gesagt, wenn ihr Tags sucht, gibt es entweder bei YouTube ein, ihr könnt es aber auch bei Google eingeben. Es gibt auch so Tags Searches, wenn ihr das bei YouTube, zum Beispiel bei Google zum Beispiel eingebt, dass die euch eine ganze Liste hier anzeigen. Da müsst ihr aber dann immer rausfriemeln. Die zeigt leider euch nicht immer die höchstgerankten Tags an. Also oftmals bekommt ihr hier so Zeug vorgeschlagen, was totaler Müll ist. Also ich würde es nicht machen. Dankeschön, Duplo. Vielen, vielen Dank. So, nochmal zu ihm. Ich war ja noch nicht fertig. Also Toxi. Ganz wichtig. Das, was du hier reinschreibst, hier oben sind deine drei Tags, die hier oben auch immer angezeigt werden. Es können auch manchmal vier sein, soweit ich weiß. Es kommt immer darauf an, wie lang die Dinger sind. Die hast du hier unten reingeschrieben. Ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich hier dann drauf gehe, gleich als erstes, wenn ich jetzt dein Video gesehen habe oder sowas, kriege ich eben das. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man oben diese drei Tags stehen hat. Hier. Weniger ist mehr. Nichts ist doof. Blöde Tags sind albern. Ja, deswegen, ja, ich freue mich, wenn du mehr davon machst. Wie gesagt, das ist heute auch nur deswegen so gekommen, weil der liebe Potato meinte so, ja, brich dein Stream jetzt ab, wir möchten das jetzt sehen. genau. Thumbnails sind unglaublich wichtig. Thumbnails sind unglaublich wichtig. Das ist das, worüber ihr als erstes gesehen werdet. Ihr werdet nicht als das, von dem ihr hier von eurer Beschreibung oder von eurem Titel gesehen, sondern als erstes wird man auf dem Thumbnail geachtet und darüber werdet ihr gefunden. Also gesehen und dann darauf bekommt ihr den Klick. Hey, das war ein Joke, ich weiß. Ich hatte dann aber wirklich auch Bock. Ich hatte wirklich Bock. Und wir waren ja eh schon bei 2,5 Stunden oder so. Das war für dich okay. Wäre ich es mal noch Stunde gewesen, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht abgebrochen. Und es hilft euch. Wenn ich euch helfen kann, ich mache das unglaublich gerne. Wie gesagt, in deiner Beschreibung muss unbedingt noch rein RDB. Das hast du hier nämlich auch nicht. Doch, einmal hast du es drinstehen, aber ich würde Live-Abo treten noch reinschreiben. Im Film euch reinschreiben, wie viel die Leute bekommen. 500 Kohle zum Beispiel oder eben variiert, je nachdem, was du im nächsten drin hast, musst du dann eben hier reinschreiben. Ich weiß, für die meisten ist es unglaublich viel Arbeit, jedes Mal die Beschreibung neu zu schreiben. Es ist für mich auch viel Arbeit, aber ich nehme mir die Arbeit, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Es ist unglaublich wichtig. Was ich euch wirklich an die Hand geben kann, Titel richtig beschreiben, also im Titel, der Titel des Spiels immer als erste Stelle, immer. Es spielt keine Rolle, es muss immer das Spiel an erster Stelle. Als zweiter Stelle dann eben zum Beispiel euren Namen nehmen. Den müsst ihr nicht unbedingt im Titel als zweiter Stelle haben, den könnt ihr auch hinten hinschreiben oder sonst irgendwo. Aber im Titel sollte er auch stehen. Ihr könnt variieren, ihr könnt auch sagen, ihr schreibt ihn nicht im Titel, dann schreibt ihr ihn aber in der Beschreibung bitte zweimal mindestens oder dreimal. Könnt ihr auch machen. Und
Ihr werdet sehen, euer Tank, euer Rank hier wird viel höher sein. Bei ihm bekomme ich das jetzt gar nicht angezeigt hier, oder? Nö. Manchmal fehlt die Ansicht, oder ich bin zu blöd. Das kann auch sein durch den, weil das Stream war. Achso, was ich noch sagen wollte. Selbst die jetzt zum Beispiel gucken oder ähnliches, man unterstützt denjenigen zum Beispiel, wenn ihr hier euren seinen Titel mit reinschreibt. Also nur ein Wort von dem Titel, was ist. Mit Raute und dann ist RDW. Ist geil, danke. Für das Video. Ich kann euch mal den lieben Konki zeigen. Pass mal auf, wir gucken mal auf Konki hier.